So, Mietz, jetzt kommt ein ganz schlimmes Level. Da ich glaube, zu zweit ist das wirklich schlimm. Da müssen wir wirklich zusammenarbeiten, okay? Ja. Ups, das habe ich vergessen, die Charakter zu werfen. Wenn nur einer springt, dann ja. Aber egal. Ja. Also hier am Anfang ist es nicht so schlimm, weil da kann man noch nicht sterben, deswegen komm mit. Sprung. Nicht springen. Nein, eben nicht. Mach am besten das, was ich sage. Okay. Dann kann nichts passieren. Nimm deine Blume erstmal. Oder, ja, je nachdem, wie du willst. Nee, ich bleib lieber bei ihr. Okay. So, ab jetzt können wir sterben, deswegen müssen wir jetzt zusammenarbeiten. Also, erstmal die Gegner besiegen. Nicht springen, ne? Das Nein, ist das Wichtigste. Ich springe nicht. Wir holen aber den Stern zur Schwierigkeit. Mhm. Wir springen jetzt nach vorne, okay? 1, 2, 3. Gut. Okay. Dann jetzt nach links. Sag doch, wir holen den Stern. 1, 2, 3. Ja, klappt ganz gut. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Ja, eigentlich nicht. Durch die Röhre am besten, dann ist es am chilligsten. Hier kann man natürlich auch den anderen richtig trollen, indem man einfach macht, was man will. Aber sonst sitzen wir morgen hier noch und das, glaube ich, braucht es nicht. Nein. Oh, ist die Stelle scheiße. Jetzt weiß ich nicht, jetzt wird es ziemlich schwierig. Wir müssen auf jeden Fall da aufs Rote drauf. Und dann aufs Blaue. Oder du wartest, bis ich oben bin und machst es dann alleine. Ja. Ich glaube, das wird das Klügste sein. Ja, okay, ich bin oben. Nur sehe ich gar nichts. Ja, okay, dann die Blase bringt dich schon hoch. Schade. Scheiße. Ja, aber zu zweit, das ist krass. Jetzt hier schnell durch. Nein. Was? Wieso wurdest du getroffen? Ja, weil es schwer ist, auf 5 Charaktere zu achten. Und wenn du nicht auf mich wartest, sehe ich nichts. Ja, du hast gesagt schnell. Wir sollen schnell darüber. Aha. Das heißt trotzdem, dass du mich vernachlässigen sollst. Also zu blau. 1, 2, 3. Du bist nicht bei 3 gesprungen. Ja, aus gutem Grund, weil der Laser kam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja gut, hier muss man jetzt auch ein bisschen selbst denken, wegen dem Arschloch da. Aber ich halte ihm die Fresse okay, zu. Geh rüber, geh rüber, mach einfach. Ich warte hier. Okay. Komm yeah, wir haben es doch ganz gut gelöst. Hat eigentlich gepasst. Very nice. Ja, die Fahnenstange, ja. Yay. Ach, so viel, das ist sauschwer, denke ich. Kein Tod! Ich glaube, das hat man uns nicht zugetraut. Wieso? Ich bin doch nicht gestorben, weil... Ach so, ja, du. Ja, weil du nicht gemacht hast. Aber kein so richtiger Tod. Ja. Das, hallo, dass den ich nichts gemacht habe, verschuldet. Was? Dass ich nichts gemacht habe, war gut. Da kam der Laser, du wärst voll reingesprungen. Ja, dann wäre ich nur klein, aber nicht tot. Ja, hätte dann aber total alles auseinandergerissen. Wie gesagt, ein bisschen selbstdenken muss man halt auch, ne? Dass man nicht direkt in den Laser reinspringt. 5-7! Da kommt jetzt eine neue Idee mit Scheinwerfern. Scheinwerfer sind eigentlich ganz cool. Gleichgang unter Scheinwerfer. Aber hier nicht. Denn sie locken die Gegner an. Du hörst nicht zu, was ich sage, wie immer. Doch, ich wollte es ausprobieren. Aha. Hier, da ist bestimmt was drin. Nimm erstmal den Pilz, damit der Müll weg ist. Dann suchen wir uns was Gescheites. Na also. Ja, jetzt haben wir dann auch noch was Schönes im Inventar. Und jetzt gut aufpassen auf die Scheinwerfer. Nicht reinlaufen. Sorry. Das ist nicht so einfach. Bin ich hin? Tot. Wieso bin ich da unten? Weil du nicht gut bist. Was? Hast du auch verdient, weil du bist in den Scheinwerfer reingerannt. Ich hab das vollkommen nicht vollkommen verdient. Ja, hol den Stern. Langweilig, hol den Stern, hol den Stern, hol den Stern. Wo ist denn der Stern? Ja, ganz rechts im Scheinwerfer, du brauchst das Ding. Du kannst es nehmen. Hallo, du kannst es nehmen. Genau. Hier? What the fuck? Wo ich hab gesagt, beim Stern? Scheinwerfer. Da vorne! Ach so. Ja. Mann. Da, wo der Schatten ist. Ja, ich dachte, ich kann... Hier. Beeil dich. Das mach, dann stell's halt besser hin, Mann. Sich in Ruhe. Oh, du musst ein bisschen schlauer denken, ey. Lass mich in Ruhe. Oder überhaupt denken. Lass mich alle in Ruhe, ey. Hallo, auf, Hilfe! Jetzt mach doch endlich, hol den Stern. Scheiße, aua. Mann. Jetzt I can't believe it. Wo bin ich denn da? Bin ich. Jetzt aber. Ja, ich hab's geschafft. Verdammten Stern, Mann. Endlich. Was haben wir da? Power-Ups? Nein, Münzen. Crap, jetzt bist ich wurde du voll eliminiert.
Ja. Warte! Ja, wenn du wartest schon. Ich habe ja gewartet. Oh man. Was ist denn da? Da ist gar nichts. Okay. Doch, eine Münze war da. Das Spielchen geht hier weiter. Ich will einen neuen Tanuki haben, aber das kommt keiner. Irgendwo muss doch einer sein. Auch nicht. Da ist doch was. Ah, ich bin doch gesprungen, Mensch. Meine Scheiß. Boah, nein. Komm der jetzt auf einmal her. Warte, wir schauen mal, was da ist. Komm her, komm her, komm her. Ja, warte, ich will die Münzen einsammeln. Heute habe ich nicht mehr die Münzen geschafft. Hast du es eh nicht verdient. Renner. Das ist eine schöne Aufgabe für dich. Ja, toll, ich bin klein. Und los. Ja, ohne mich vielleicht. Ich habe damit nichts zu tun. Toll, jetzt ist eh zu spät. Nee, mit Skill kann man es immer noch schaffen. Ich hab's noch versucht. Okay, dann laufen wir schnell. Was ist mit mir wo los, bist du? Mann? Ich seh dich nicht, ja, wo bist du denn? Das Ding hat mich umgebracht. Okay. Lol. Ich hol mal die Six. Wir werden sie brauchen, glaube ich. Okay. Ja, die wollte ich holen. Nee, du bist einfach nur runtergefallen. Ja, weil ich die holen schneller, wollte. Schneller, 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 schneller. Ja, ich will den Scheinwerfern ausweichen. Jetzt ich seh's. Gegangen. Voll gut ausgewichen. Oh Mann. Nein, was mache ich denn? Also so lange kann ich hier auch nicht warten. Tschüssi, ich muss gehen. Ja, warte auf mich. Ich bin doch schon da, Mann. Gut. Waha. Ach, egal. Was ist denn im Level jetzt vollgesackt? Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja, wir sind schon am Ende von Welt 5, also ein bisschen schwieriger wird's halt schon, ne? Ja, komm, das war ja nur dieses Level. Das heißt nicht, dass ich insgesamt abgestiegen bin. Du wirst schon noch weinen. Jetzt kommt's. Nein, Kasse. Will ich nicht. Drop, drop, drop. Das ist ein lilanes Cast. Da müssen wir aufpassen. Da gibt's viele, viele Stacheln. Klonk hört sich ja. Ja. An wie Honk. Ja. Und der ist auch ein Honk. Aus Klo und Honk. Der Typ ist ein Honk und deswegen muss er besiegt werden. Ich habe gedacht, ich schaff's noch. Verdammt ja. Nochmal! Tja, das siehst du mal nicht, dass du das schaffst. Dass du kein Übermensch bist. Ja, ich chill doch auch viel mehr. Ja. Das ist ein Chill-Together. Zumindest so. Für mich. Ja, für mich auch. Nee, weil du wirst noch viel leisten müssen. Den letzten Boss, den hab ich dir ja fast alleine besiegt, aber den müsst du wieder alleine machen. Wie schafft man das? Was war denn da? Ich bin durch die Ritze durch, hast du das gesehen? Das muss man erstmal hinkriegen. Ja, sammel die Münzen. Welche? Achso. Wow, fast gestorben. Schneller. Ja, ich muss auch mich an dem Ding orientieren. Und schaffst es nicht mehr. Doch. Komm jetzt! Weißt du eigentlich, wie der Purzelbaum geht? Was? Weißt du, wie der Purzelbaum geht? Nein. Rennen, laufen und dann springen. Das muss man hintereinander drücken. Aber probier's jetzt nicht aus, weil diese Stelle hier eignet sich eher weniger dafür. Okay. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Wenn man schneller unterwegs sein will, dann muss man halt einen Purzelbaum machen. Ja klar, voll den Arsch aufgeschlitzt. Wow! So macht man. Oh, ich sollte sagen, so macht man. Warte, 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 warte. Okay. Dankeschön, Mann. Ja, da kommt doch noch einer. Es kommen immer zwei Items raus. Ab. Also, together zumindest. Ja. Im Einzelplayer natürlich nicht. Ab da. Den Stern holst du auch. Ja, gleich. Ich muss erst diesen aggressiven. Du, 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 du. Ja, weiß, ich habe ihn geholt. Ja, Mann. Toll. Aber die Kunst ist es, ohne getroffen zu werden, ihn zu holen, Mann. So schafft's jeder. Ja, wie oft wurdest du getroffen? Ja, ich glaube gar nicht. Boah, das habe ich jetzt nicht gesehen. Du, 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 du. Was haben wir gesagt? Jetzt kommt der Boss. Toll, ich bin klein. Du stirbst eh. Aber ich traue mich jetzt nicht in die Blase zu gehen, weil
Ach so, man muss erst hinten. Ja. Ja, ich habe schon verstanden, wie es geht. Wäre ich jetzt in die Blase gegangen, wäre schon vorbei gewesen. Deswegen ich habe schon verstanden, wie es geht. Ja, der ist auch nicht schwer. Also wie gesagt, bei den Bossen haben sie es ein bisschen versaut. Aber wann waren die zuletzt schon mal schwer? Galaxy 2 teilweise, aber ich dachte, man kann auch vorne hinbringen. Ich wäre sonst dumm gedacht, ich weiß. Bitte Beeilung, ich habe hier nicht mehr so viel Weg zum Laufen. So, ich verstecke mich so, hier auf der Kante. Der nimmt den Weg mit. Ja. Er macht es schwieriger. Ja, er ist ja schon tot. Gut. Du musst mir mehr vertrauen. Wollte das Zeug noch aufsammeln. Ah, in Lilanes Castle. Und Mario ist schneller als Peach, oder? Ja. Nee, doch nicht. Wenn sie. Warte. Nee, er ist noch nicht gerannt. Ja, jetzt ist er schneller. Also, ich habe gehört, langsamste ist auf jeden Fall Rosaline, dann kommt Peach. Dann ja, Mario und Luigi sollen anscheinend gleich schnell sein und dann tot. Ja, die haben ja auch Kleider an, Mensch. Soll man mit so einem Kleid auch rennen? Und die, mit den Schuhen, was sie anhat? Ja, okay, stimmt. Schau mal an. Man kann es renn du mal mit solchen Camps. Man kann es dir verzeihen. So, welche Welt geht es jetzt? Nach 5 kommt 6 normalerweise. Ja, ich meine, was beinhaltet die Welt so? Aber es gibt noch ein geheimes Level, was wir uns auch noch anschauen werden. Ist da das geheime Level? Ja, aber es ist nicht schwer. Es ist eigentlich, ja, lächerlich. Okay. Man kann da ziemlich viel Geld sammeln. Es ist ein goldener Zug. Juhu. Der hat nicht mal einen Namen. Das ist einfach nur goldener Zug. Einfach ein Bonuslevel. Ich glaube, das kommt immer, wenn man Bowser besiegt hat. Also, das wird dann noch verschwinden und wenn man Bowser besiegt hat, kommt es wieder. Hier. Genau. Lass mich in Ruhe. Aber ich vergesse das nicht mehr, dass der Zug dann abfährt. Ja, es kommen nämlich noch mehr Zuglevel, deswegen solltest du das in der Tat merken. Und man kann sich auch in einen Koopa-Panzer übrigens eingraben, indem man halt Ducken drückt. Obwohl, das war gerade eine gute Idee. Ich muss da drüber! Wow. Was hast du da? Ja, ich kann nicht so hoch springen als Super Mario. Leider. Boah, ist da viel Moos. End viel Arsch. Komm, wer schafft mehr Punkte? Du oder ich? Ich überlege gerade. Ich glaube, du hast mehr. Ist es schon aus, das Level? Ja. Na gut, jetzt kommt noch ein Spielchen. Das darfst du machen. Du musst halt 4 hintereinander schaffen. Verkackt! Ich glaube, du hast nicht mal gezielt, oder? Hast jedenfalls nicht den Eindruck gemacht. Hm. Ja, ich dachte, das wäre jetzt besser geworden. Keine Ahnung. Achso, wer hat eigentlich gewonnen? Ich oder du? Ah, du. Ja, du, ich habe gewonnen. Ja, okay. Ja, aber wie kann man das auch abzählen, dass man da genau richtig springt? Hä? Achso, ja, indem man gute Augen hat halt. Welt 6. Okay. 6-1. Oh, Regenbogen! Ja, warte mal auf mich. Reise im Glasrohr. So, da ist eine Röhre. Und eine Piranha-Pflanze. Der ist eigentlich ganz schön hier. Okay, die Stacheln hier. Da muss man jetzt gut timen. Jetzt habe ich diese blöde Feuerblume vergessen. Ja, sie ist noch da. Wie schön. Weiter geht's. Weiß nicht, wo er hin ist. Auf so ein Klo oder so. Ah, jetzt ist er wieder da. So. Ja, peinlich, peinlich. Ich hatte noch meinen Glühwein. Nein, du musstest aufs Klo. Ich habe es genau gehört. Nein, ich bin in die Küche gegangen. Egal, ist wurscht. Ich war kurz weg. Ich hoffe, sie hat euch gut unterhalten in den letzten 15 Sekunden. Ja, ich habe eine Feuerblume geholt. Ey, die kann man auch zerstören. Wie cool ist das? Das ist mein Arm. Ich habe das total vergessen und das war Fail irgendwie jetzt gerade. Aber zum Glück gibt es ja die Funktion, die Blase zu holen. Hey, die kann man die auch vernichten? Nee, die sind Overkill. Die sind dumm. Warte, wir müssen jetzt richtig timen, wenn wir runtergehen. Jetzt. Okay. Oh, geschafft. Crap. Ich mag die Dinger nicht. Ich finde sie auch sehr hässlich. Ja, ich bin zwiegespalten. Eigentlich mag ich die Fuzzies. Ich habe sie in Paper Mario lieben gelernt.
kann man lieben lernen? Ja, eigentlich sind es Arschlöcher, aber... Wirklich? Grundsätzlich sind sie schon irgendwie auch süß. Süß? Naja, ich finde sie nicht süß. Schau mal an, die Zähne. Ja, du musst dir mal vorstellen, wie viel Scheiße die schon drin waren. Weil die leben ja in der Kloake. Ja, das sind so Klobürsten so, außer dann nicht. Bist du in einem Horrorfilm? Oder dieses Gitter da, womit man die Töpfe da auskratzt. So. Dieses Metallscheiß da. Ja, ich weiß, was du meinst. Hey! Ja, wir müssen hoch. Ja, ist so. Mach einen Wandsprung und geh wieder rein in das Glasteil. Nein, ich seh nichts, oder ich komm seh einfach nichts, hoch. Ich seh nichts, ich seh nichts. Warte, doch, ich geh da rein, dann kommst du nach. Jetzt wollte ich die Feuerblume holen. Ich meine, so. Irgendwie verloren. Ja, hier, wir haben genug, da, nimm. Ich kann die weg, produzieren. Da. Du kannst sie produzieren. Ja, ich habe ein eigenes, sagt man dazu, Betrieb. Ja, weißt du, eine Fabrik, so eine Feuerblumenfabrik. Einen Betrieb habe ich. Und so schnell ist der Betrieb leer. So. Und wieder Schlüssel sammeln, okay. Nein, 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 falsch, falsch, falsch. Oder doch richtig, nein, 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 nein. Nein, falsch, 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 falsch. Oh. Wieso ist er nicht hochgegangen? Ich habe nach oben gedrückt. Keine Ahnung. So ein Depp, der Kerl. Warte, ich chill jetzt hier, du machst es alleine. So. Ja, ich hab's schon geschafft. Ich seh nichts. Wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung, wo du bist. Ich hab mich genau auf das Ding draufgestellt. Ich drück am besten gar nichts, sonst falle ich runter und sterbe. So, ich hab's geschafft. Ja, das wird das Beste sein. Das ist Ziel. Okay, ach so, das sind gar keine Fossies. Fossies? Fossies. Scheiße, Mann. Schlecht. Ich kann sie nur überbieten. Schlecht. Ganz schlecht. Aber wir haben es geschafft. Immerhin, ja. Crazy shit. Ja. Boah, aber wir sind jetzt erst Anfang Welt 6. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir schon eine Welt pro Part schaffen, aber ja, die letzte Zeit, die Level dauern länger. Ja. Es klappt nicht mehr ganz. Und in paar Welten haben wir auch oft gefehlt, müssen wir sagen. Ist in dieser Waschanlagenwelt. Aber noch geht's, noch geht's. Die verwunschene Flotte. Da, das Level, also das hat mir auch sehr gefallen. Bestimmt gefällt es dir genauso. Das ist cool, oder? Das ist so einzelne Schiffswracks liegen da rum. Das ist echt ganz cool designt. Warte, komm mal mit, komm mal mit. Achso, ich bin Luigi, okay. Ja. Was sind da hinten eigentlich? Ich weiß es schon nicht mehr. Ist da überhaupt irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nö. Nö. Anscheinend nicht. Höchstens da rechts, aber ich traue mich jetzt nicht dahin zu springen. Hier kann man runterschubsen, das sind die Viecher aus Super Mario 64, erkennst du sie? Die Bullies. Die Bullies, genau. Ah, ich mag die Bullies. Die haben doch auch immer so ein Geräusch gemacht, oder? Oder ja. So. Und du bist gestorben. Nee, du bist doch Luigi. Ach so, stimmt. Jetzt habe ich auf Peach geachtet, Mann. Alter, so vergesslich. Ja, mein Gott, wenn man davor Peach war. Nein, es ändert sich halt. Oh, ich will auch eine Blume haben. Du kriegst keine Blume. So, das ist jetzt meine und du wirst sterben, klar. Chill mal, Mensch. Ah. Doch, das war eigentlich ganz gut, weil wenn man die umbringt, kriegt man immer wieder mal was. Manchmal auch Sterne. Echt? Ja. Wirklich? Manchmal ist es wirklich notwendig, das zu tun. Jetzt geht's rein, mein Schiffwrack. Mit Geistern so, allerdings. Stimmt, ich bin ja Luigi, ich darf das nicht vergessen. Ja, merkst du jetzt endlich mal, Mensch. Beim dritten Mal sollte man es kapiert haben. Soll ich den Stempel holen? Und warte, sag mal leise. Mir ist nämlich was aufgefallen. Wenn man die mit einer Feuerblume abschießt, ja, dann hören die sich so an wie Horror Kid aus Majora's Mask. Du kennst doch diese Horrorgeschichte. Ja, ja, ja. Warte. Die machen auch so ein. Ja, genau. Die machen das so ein ähnliches Geräusch. Wie Horror Kid. Ja, aus Majora's Mask. Der Horror Kid, der lacht ja auch so. Ich kenne das Spiel ja nicht, aber die Gruselgeschichte, die jeder kennt. Und da ist mir halt aufgefallen, das ist der gleiche Ton. Moin. Vielleicht machen sie das auch, wenn ich sie jetzt töte, Moment. Nee, dann machen sie einen Totgeräusch. Nur wenn man sie mit Feuerblume abschießt, dann machen sie so ein sehr, sehr ähnliches Geräusch. Du. Hast du dich jetzt nicht erschrocken? Nein. Weil es runtergefallen ist? Ich schon damals. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Oh Mann. Ich rasche einfach durch. Ja, ich merke es. Muss man die besiegen? Ja. Yep. Muss man. Ja, gegenlaufen also, vielleicht nicht, springen ja, sie an doch, oder benutzen. Das war schon absichtlich. Achso, wieso ist er nicht gestorben, Mann? Weil man ihn runterschmeißen muss. Oder in eins dieser Löcher. Ja, das war. Ich dachte, der wäre in eins dieser Löcher da. Nee. Nein, ich will aber nicht runterfallen. Jetzt ist er down. Drum. Schwupp. Und rein. Und durch. Das ist ein cooles Level. Ja, mir gefällt es total.
Yay! Gut gemacht. Ja, es ist eine coole Abwechslung mit dem Schiffswrack. Aber ich fand, die Bullis von früher sahen süßer aus. Ich finde. Süß sind sie alle nicht, aber. Doch, ja, die früher alten fand schon ich schon besser süß. Aus. Irgendwie hatten die irgend so was Knuffiges an sich. Stimmt schon. Die Geisterhäuser sind sowieso die geilsten Level ja, eigentlich. Ja, von der Geigenmusik. Ja, super. Ja. Eine Röhre, was ist denn da drin? Wieder Feuerbrüder. Die Feuerbros! Sie möchten kämpfen. Mit dir. Ach so. Nur mit nur dir. Nur mit mir. Und du bist, pass auf, du bist ich bin Peach. Peach. Jetzt bist du Peach. Oh. Und ich bin Luigi, genau andersrum. Jetzt siehst du, das okay, ist also schwer, wenn das wenn du jetzt verwirrt bist, kann ich sogar teilweise ein bisschen nachvollziehen. Verstehst du, was ich und davor warst du auch so ähnlich, dass ich Peach war? Und deswegen war ich auch so verwirrt. Tja, voll aufs Maul. Egal. Ja, mein Gott, ich hab sie umgebracht, Mann. Damn. Okay, dann kommt jetzt Level 6-3. Was war denn das nochmal? Ich glaube, das war ein Japan-Level. Ein Japan-Level? Ja, ein Japan-Level. Also ein schweres Level. Nee, damit habe ich das jetzt nicht gemeint. Vom Design her. Ach so. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Okay. Oh, der Regenbogen ist schön. Ja. Das ist eher China. Das sieht ja schon so aus. Ja, China ist ja egal. Für mich ist das alles das gleiche. Ja. Asien, sagen wir Asien-Level. Asiatisch. Ein Asien-Level. Oh, ich will was Asiatisches essen. Ja, ich auch. Komm, jetzt gehen wir danach essen. Ja, wir haben doch Hirsch gemacht. Das ist doch eh schon außergewöhnlich. Du meinst, Hirsch ich habe Dreh. Hirsch gemacht. Hirsch und Dreh. Ja, ich kann alles kochen. Naja. Was? Dann mach mal Chinesisch. Ja, kann ich ja jetzt. Weil ich einen Wok gekauft habe. Ja, ohne Wok Chinesisch ist ja irgendwie. Ja, aber du drückst dich noch immer davor. Vor was? Beim Chinesisch kommen. Ich habe ihn gekauft extra, damit du es probierst und dann drückst du dich. Was? Ich drück mich doch gar nicht. Hey, wo kann. Ach so, das bist du. Deswegen schmeiß ich dich ab, weil das nicht nett ist. Mach die blöden Türen auf. Ja, das wollte ich sagen. Das andere auch getätigt. Genau, ich glaub, das war der falsche. Ich sagen. Genau, der ist richtig. Wir müssen jetzt da hoch. Ich bin ein Goomba. Ach so, ja, gib mir auch so einen Hut. Die sind chillig. Damit tarnt man sich doch, oder? Ja, genau. Die Gegner sehen einen dann halt nicht mehr. Beziehungsweise sehen einen schon, aber sie nehmen einen nicht als so Gegner kann man das wahr. Nicht läuten. Kann man normalerweise schon, indem man das anspringt mit Weitsprung. So. Oh, cool. Ja. Das ist schön. Ist das ein Aufzug? Nee. Aber das ist doch voll langweilig, wenn die einen nicht sehen. Dann lass dich treffen. Was sind das für Kastagnetten da immer? Warte, ich lass dich. Was ist das für ein Frosch? Ach, das ist ein bekannter Gegner. Ein Geldsack. Ich glaube, der wurde in Super Mario 64 DS eingeführt. Je öfter man ihn trifft, desto mehr Geld gibt er ein. Das ist ein Geldbeutel. Das ist ein Geldbeutel-Frosch. Ja. Und raus geht's. Oder wer bin ich und wer bist du? Ich weiß das gerade ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin der untere. Und hier gibt's solche Propeller. Also lass dir jetzt mal den Hut abnehmen und nimm den Propeller. Das ist nämlich geiler. Hä, wo gibt's denn da einen? Unten. Komm mit. Lass dich treffen erstmal. Du musst das Ding verlieren, sonst kannst du das nicht nehmen. Genau. Und dann holst du den Stern da. Welchen? Der links neben mir, der links neben mir, der links neben mir. Ja, wie springe ich da? Ach so, okay. Gedrückt halten. Naja. Das Problem hatte ich aber auch. So, weil da die Kamera halt einfach nur scheiße ist. Ja, man weiß halt nicht, wo das hinging so. Und die weiteren Schlüssel. Ja, warte auf mich, Mann. Ja, warte, ich fliege so hoch. Toll, jetzt habe ich es verloren. Es gibt 500 von denen. Hier nehmen wir einfach ein neues. Aber es braucht es jetzt eh nicht, weil wir sind schon durch. Wir haben alle Schlüssel und dann. Nein, ich habe einen Boomerang. Gehen wir nach Hause. Ach, jetzt habe ich vergessen, dir den Stempel das zu zeigen. Das war's mit der China-Reise. Oder kommt es noch? Ah, das kommt noch, okay. Boing. Aber das ist ein Fail. Wenn man da ey, wenn man den Leuten cool kommt, neue Gegner. Boomerang. Ja, ist aber kein neues Item, den gibt's schon länger. Ja, aber ich finde es toll. Und ist dir was aufgefallen? Moment. Da geht's raus. Das war krass, oder? Okay.
Ja, eins der coolsten Verstecke in dem Spiel eigentlich. Da ist der Stempel, aber weil du es nicht mitbekommen bist, wurde ich zurückgesetzt. Okay, komm, 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 geh mal zum Ziel. Ja, ich wollte die Münzen einsammeln. Bist du Punkte geil? Hm? Bist du Punkte geil? Bist du Punkte geil? Du lässt dir nur um die Punkte. Ich bin nicht nur um die Punkte. Oh. Alles mal. Nice Kill. Mit Bande. Nein! Nicht schlecht. Meintest Ach, du scheiße, mich? Ich komm da jetzt nicht Meintest mehr du mich mit nicht schlecht? Ich komme jetzt nicht mehr. Ja. Was habe ich denn gemacht? Ja, du warst schon schnell genug und konntest ihn dann noch von unten killen. Ja. Das ist aber ein cooles Level, oder? Hm, das ist außergewöhnlich, was. Ja, genau. Ja, aber hier sind viele neue Ideen eingebaut. Das gefällt mir ganz gut so. Ja, und es gibt dem Spiel auch eine Existenzberechtigung. Die letzten Marios waren einfach immer gleich und hier gibt es immer mehr neue Ideen. Jetzt kommen wir wieder in den Dschungel. Yeah. Flussfahrt. Oh Gott, ich mochte diese Flussfahrt nie. Ist hier nicht so schlimm. Dauert auch nicht so lang. Glaube ich. Ich bin Mario, okay. Ja. Was soll das? Bist du bekloppt? Was denn? Was habe ich denn gemacht? Du hast mich so... Na, so nicht. Was? So umgekratzt irgendwie. Was? Wieso geht das nicht mehr? War das ein Bug gerade? Oder vielleicht kann sich Katze und Katze nicht kratzen, aber anders geht's schon. Egal, vorhin hast du mich jedenfalls gekratzt. Komm hoch. Komm hoch, hoch, oben ist chilliger. Wurde voll getroffen, weil ich nichts gesehen habe. Mann. Selber schuld, Mann. Schneller, schneller, ich kann hier nicht ewig warten. Ja, dann kletter halt hoch. Mach's halt umständlich. Wieso? Das ist einfacher, Mann. Aha. Ich seh's. So gut gemacht. Ja, das war voll toll, ne? Scheiße, das ist nicht... Wow, wow. Toll, gut. Jetzt bin ich genau da mitten in dem Scheißteil da raus. Sorry fürs Fluchen, aber das muss... Hallo, wo ist das Floß, Mann? Jetzt hör auf! Es war keine Absicht, ich wollte losrennen. Du hast den Knopf einfach gedrückt. Du bist doch keine Katze, du kannst doch mal als Katze so hochklettern. Das habe ich jetzt gerade vergessen, Mann. Das kann doch mal passieren. Schlecht. Aber vielleicht ist hier noch irgendwo Katzenanzug. Ja. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Yeah. Jetzt kannst du hoch. Ich bin oben. Beeilung. Nein, ich bin oben. Ist halt einer oben, einer Was unten. Was ist denn da? Nur Müll, glaube ich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich springen soll. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist zu weit. Oder? Ah, doch. Hätte er sogar hingekriegt. Aber diese blöden Schlinger, Piranhas, sind einfach zu krass drauf. Tja. Dieser Hügel. Ist ja besser sein als die. Auf die Flüsse. Auf die Flüsse. Kommt immer wieder. Komm aufs Floß jetzt und spiel nicht damit rum. Hör auf. Ja, das geht doch gar nicht. Sollst aufhören. Lass mich in Ruhe, Mann. Oh. Warte, wir wollen jetzt hier nicht runterfallen. Hör auf. Ja, dann hör du auf damit. Mach doch gar nichts. Kratzt doch oben. Kratzt Furie. Hey, nein! Selber schuld und absolut verdient. Wieso verdient, Mann? Ich hab gesagt, du sollst aufhören. Ja, ich wollte doch nur die Münzen einsammeln. Ich hab doch aufgehört. Oh, man. Toll. Ja, da kommen wir jetzt nur ins Kätzchen hoch. Fail. Ich bin kein Kätzchen. Okay, Hälfte von Welt 6 haben wir gepackt. Der Rest kommt dann demnächst.